Hallo, ich bin Marika Matz und heute möchte ich dir eine Sequenz zeigen, mit der du deinen gesamten Körper lockern und aufwärmen kannst. Und ich nutze dafür so einen Ball, der heißt Togo Touch Ball. Man kann aber auch einen normalen Tennisball dafür nehmen, die es ja sehr günstig überall gibt. Die sind manchmal ein bisschen härter, muss man für sich ausprobieren, was für ein Ball da geeignet ist. Auf jeden Fall so diese Größe, ungefähr 8 cm im Durchmesser. Wir fangen an im Liegen. Komm auf deinen Rücken an. Für einen Moment schließ deine Augen und spür einfach mal in dich rein. Nimm wahr, welche Flächen aufliegen auf dem Boden. Wir legen die Beine auf. Lang und breit fühlt sich das rechte und das linke Bein am Boden an. Wie liegt das Becken auf? Welche Flächen haben hier Kontakt nach unten? Dann verfolgt die Kurve deines unteren Rückens, wie weit hebt sie sich vom Boden ab. Und wo kommt der Rücken, kommt die Wirbelsäule wieder am Boden an, im Bereich des mittleren Rückens. Schätze auch nochmal den Abstand der Lendenwirbel zum Boden. Und dann schau dir noch an, mit welchen Flächen der mittlere und obere Rücken aufliegt. Die Rückseite vom Brustkorb, die Schulterblätter, die Schultern. Wie fühlt sich dein Nacken an? Auf welchem Punkt ruht der Kopf? Gerade jetzt, in diesem Moment. Und dann nimm den kleinen Ball. Stell die Füße auf und leg ihn einmal unter dich, und zwar genau dort, wo dein Iliosakralgelenk ist. Man kennt es, bei manchen Leuten gibt es solche kleinen Grübchen wirklich. Hier hinten so über dem Becken, wo das Becken aufhört. Und es ist halt dort, wo das Becken und die Wirbelsäule, also das Kreuzbein, miteinander verbunden sind. Und der Bereich ist oft so ein bisschen eng, ein bisschen verspannt, und man kann es sehr genießen im Normalfall, dort eine kleine Massage reinzugeben. Also leg den Ball genau dorthin und jetzt massier mal, indem du das Becken nach rechts und links bewegst, mit dem Ball diesen oberen Beckenkamm, den Bereich über dem oberen Beckenkamm. Ganz in Ruhe aus, ganz genüsslich. Gib dein ganzes Gewicht dort rein. Dann komm in der Mitte an und für zwei oder drei tiefe Atemzüge lass einfach nur mit der Ausatmung alle überschüssige Muskelanspannung schmelzen. So als wollte sich dein Rücken wie ein weicher Teig dem Untergrund anpassen. Alles sinkt in den kleinen Ball rein. Und dann beginne mit dem Becken ein bisschen zu kreisen und dich nach oben und unten zu bewegen, sodass der Druck auf den Ball auch anfängt zu kreisen oder vielleicht, wenn es dir lieber ist, einfach sich nach oben und unten zu bewegen. Du wirst merken, dass das unterschiedliche Bewegungen erzeugt. Probier ein paar Mal dieses nach oben und unten rollen aus, ein paar Mal das Kreisen um den Ball. Und wahrscheinlich wirst du merken, dass nicht nur das Becken anfängt, sich zu bewegen, sondern ebenfalls der Kopf. Weil die gelöste Wirbelsäule die Bewegung nach oben überträgt, lass das auf jeden Fall zu. Und dann löst den kleinen Ball einmal. Lass die Beine kurz lang werden und spür nach. Welche Bereiche drängen sich in deine Aufmerksamkeit? Wo spürst du ein Echo der Bewegung im Körper? Und dann lenk die Aufmerksamkeit einmal in den Bereich des Beckens und des unteren Rückens und vergleich die rechte und die linke Seite. Und es kann sein, dass eine Seite jetzt tiefer oder breiter am Boden aufliegt als die andere. Wenn das so ist, nimm es einfach wahr.
Noch für ein oder zwei Atemzüge spüre ich ihn nach, ganz in Ruhe. Und dann nimm den kleinen Ball wieder, stell die Füße erneut auf und leg den kleinen Ball jetzt auf die Erector Spinae. Das sind die aufrichtenden Rückenmuskeln, die die Wirbelsäule aufrichten. Man sieht die als zwei große, dicke Muskelstränge rechts und links der Wirbelsäule. Und genau da legst du den Ball drauf, ungefähr auf die Höhe, wo der BH-Verschluss sitzt. Oder vielleicht ein bisschen weiter unten als dort. Und auch dort bleib für ein, zwei Atemzüge einfach liegen. Lass alle überschüssige Spannung schmelzen, als wolltest du dich wie ein Teig diesen kleinen Ball da unter dir anpassen. Und dann beginne mit dem Rollen. Lass das Becken mal so ein bisschen nach oben und unten rollen, sodass der untere Rücken sich mal vom Boden wegbewegt und dann wieder zum Boden hin. Und du wirst merken, dass der kleine Ball dadurch ein kleines Stückchen nach oben, ein kleines Stückchen nach unten bewegt. Und dann kannst du, wenn du magst, auch hier einfach mal anfangen, um diesen kleinen Ball herum den Druck kreisen zu lassen. Auch das Becken wird dadurch eher so eine Kreisbewegung am Boden beschreiben. Und spiel mit den Bewegungen, die du für dich findest. Nutz den Druck der Füße, der kann dich da unterstützen, so locker wie möglich zu bleiben. Und wenn du magst, lass auch hier das Becken sich nochmal abheben und so ein bisschen nach rechts und links bewegen. Auch hier wird der Druckpunkt, wo du den Ball spürst, sich etwas verlagern und dann hebt das Becken. Eine ganz entspannte, lockere Schulterbrücke und lass es dann wieder sinken. Auch das kannst du ein-, zweimal wiederholen. Und dann lass alles noch einmal am Boden ankommen. Mit der Ausatmung lass alle überschüssige Spannung schmelzen in den Boden hinein, in den Ball hinein. Und löst den kleinen Ball. Lass die Beine noch einmal lang werden. Spür nach. Liegt die rechte und die linke Seite des Rückens jetzt auf. Das klingt nach wie ein Echo. Es kann sein, dass eine Seite etwas breiter oder tiefer aufliegt als die andere. Wenn es so ist, nimm das einfach. Lass den Atem noch einmal ganz tief ein- und ganz tief ausströmen. Und dann nimm den kleinen Ball und leg ihn diesmal zwischen das Schulterblatt und die Wirbelsäule. Und wenn du magst, kannst du mal so um deinen Rücken drum greifen und die Innenkante des Schulterblattes ertasten. Und dann den kleinen Ball nehmen und dort quasi innen hinlegen, sodass zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt du den Druck spürst des kleinen Balls. Lass den Arm auf der Seite, wo der Ball unter dir liegt, ganz locker nach oben kommen. Und auch dort roll ein paar Mal einfach nach oben und unten. Und finde einen Punkt, wo du ganz deutlich spürst, dass du dort vielleicht noch ein bisschen mehr Weite erzeugen kannst. Vielleicht ist es ein kleiner Schmerzpunkt, aber auf jeden Fall ein Punkt, wo du merkst, dass du auch noch gut reinatmen kannst. Finde für dich, was heute gerade sich anbietet als Punkt für den kleinen Ball. Das kann ganz oben an dieser Ecke des Schulterblattes sein oder ein Stückchen weiter unten.
Und dann beginne den Arm dort mal ganz locker nach oben zu bewegen, ein paar Mal in Richtung Ohr sinken zu lassen. Ganz locker schmilzt immer noch alles in den Boden und in den Ball hinein, wie so ein weicher Teig, der sich dem Untergrund anpasst. Auch der Arm bleibt so locker wie möglich. Und wenn du das nach oben ein paar Mal bewegt hast, lass den Arm auch nach unten sinken und du wirst merken, dass der Druckpunkt auf dem Ball sich auch hier so ein bisschen verlagert und verschiebt. Nach unten, wieder in die Mitte zurück. Achte darauf, dass dein Atem noch ganz frei und locker kommen und gehen darf. Oft tendieren wir dazu, den Atem anzuhalten, wenn wir uns auf irgendwas anderes konzentrieren. Das ist in den seltensten Fällen wirklich sinnvoll. Also lass dort immer wieder die Information reinfließen, dass der Atem ganz tief und locker fließen darf. Wenn du das nach oben und unten bewegt hast, kannst du den Arm auch ganz locker zur Seite sinken lassen. Auch hier wird sich der Druck auf den kleinen Ball verändern, verschieben, nimm das wahr. Und dann auch nach innen. Und wenn du in alle Richtungen, oben, unten, außen und innen ein paar Mal gegangen bist, dann kannst du beginnen, den Arm in eine Kreisbahn zu senden. Auch hier lenkt die Aufmerksamkeit immer wieder zu dem Druckpunkt auf dem Ball, der wahrscheinlich ebenfalls beginnt, sich so kreisend um den Ball herum zu bewegen. Das Gewicht des Armes fließt durch den Ball in den Boden. Der Arm bleibt so locker wie möglich. Und diese Kreisbahn beschreib mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ganz locker, ganz entspannt. Such dir ein Tempo aus, vielleicht ist das wirklich Zeitlupe, so langsam wie möglich. Vielleicht ist es ein bisschen schneller, ein bisschen schwungvoller, egal welches Tempo du wählst. Bleib mit der Aufmerksamkeit immer dabei, dass du ganz weich das Gewicht des Armes in den Ball hinein und dadurch in den Boden fließen lässt. So locker wie möglich bleiben. Und dann wieder nach ein paar Wiederholungen in dieser Kreisbahn. Löst den Ball unter dir vorliegend zur Seite. Lass die Beine noch ein letztes Mal wegrutschen, lang bilden. Spür nach. Was klingt nach? Welche Körperbereiche spürst du besonders deutlich? Was drängt sich in deine Aufmerksamkeit hinein? Und dann vergleich auch hier nochmal, wie die rechte und die linke Seite liegt. Die rechte Schulter, die linke Schulter, das rechte Schulterblatt, das linke Schulterblatt. Möglicherweise liegt eine Seite etwas weiter am Boden, etwas breiter, flacher. Vielleicht gibt es auch sonst irgendein Gefühl, das sich dort breit macht. Manche Leute haben das Gefühl, dass ein Körperbereich ganz leicht wird oder ganz groß oder ganz schwer. Schau, was für dich dieses Gefühl ausmacht, was dort nachklingt. Und dann beginne dich so ein bisschen zu räkeln, zu strecken und nimm den Ball und mach das Ganze auf der anderen Seite. Das lasse ich dich jetzt allein machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du kannst diese Übungen mit dem Ball wunderbar für dich nutzen, wenn du mal im Rücken verspannt bist oder dich einfach erden, zentrieren und lockern möchtest, vor oder nach dem Training. Einen wunderschönen Tag. Namaste.